Ich habe mit dem Kleinkalibergewehr Löcher in die Haustüren der Bungalows geschossen. Ich habe Beulen in die parkenden Mercedes geschlagen. Ich war fünffacher Tennismeister. Ich bin das schwarze Schaf mit dem schwarzen Gürtel. Wie geht's im Club? Ich habe jetzt den schwarzen Gürtel. Was? Kampfauszeichnung im Judo. Fahren wir wieder nach Ostimmen. Das haben wir kommen sehen. Entwicklungen müssen frühzeitig erkannt und bekämpft werden, um eine echte Gefährdung zu vermeiden. Zum Altare Gottes will ich treten, zu Gott, der mich erfreut von Jugend auf. Man sagt, er war ihnen hörig. Es ist sofort ganz anders, wenn man hier draußen ist. Weißt du, was hat man schon zu Hause? Betten, Essen, das ist alles. Du, mit dir, da ist Gefahr. Und man ist richtig wer, ehrlich. Manchmal denke ich mir, das ist doch alles verboten. Aber es ist eben doch schön. Aber das mit Ursula und das mit den vier, das darf Mutter auf keinen Fall wissen. Du, die würde ich weiß nicht was. Komm her, sei still. Gerechtigkeit. Ganz schön. Aber schon der optische Eindruck soll ein Gefühl der Geborgenheit in der Gemeinschaft vermitteln. Ein weiches Dreieck, auf der einen Seite der sanfte Bogen der Fernstraße, die anderen zwei Seiten geschützt vom höheren Niveau des Waldes. Dann umrahmend die fünfstöckigen Mietshäuser. Ganz innen die Atrium-Bungalows. Diese sind als Eigenheime gedacht und sollen nicht zu billig an Finanzkräftige abgegeben werden. Dieser hohe Eigenheimpreis trägt auch mit dazu bei, Finanzschwachen in den Mietshäusern günstige Mietraten einzuräumen. Ein, wie Sie zugeben werden, gerechter Plan. Was machen die denn? Die fahren Clown. Das weiß doch jeder. Wenn ich groß bin, mache ich auch mit. Was war schon wichtig? Ein Kofferradio, eine Horex Regina, ein Kleinkalibergewehr, ein paar Kumpels. So ein paar Samstagabende und das Geld in der Tasche. Eine Handvoll 5-Mark-Stücke ist ein gutes Gefühl. Da hat man was in der Hand. Und dann noch der Schäferhund und die Gitarre. Wenn du mein Freund sein willst, musst du mitmachen. Ja. Ja, und warum gerade Ursula? Weil es egal ist. Aber wenn Wolfgang mit ihr ist? Sie erlebten die graue Traurigkeit der gespielten Freiheit. Was der seltsame Wohntest innerhalb seiner grausamen Architektur duldete, war laute, sich anpreisende Einsamkeit. Was sie nicht duldete, musste der Wald ringsum schweigend mit ansehen, und es verheimlichen, solange er es konnte. Sie mussten sich auf den Bauch legen, dann ging ich zum Auto, um Bier zu holen. Als ich am Auto war, hörte ich 4 Schüsse. Er ist tot. Er hat's getan. Wir
schneiden das Schwein in Stücke.